aufs Kreuz gelegt, Affäre beim DRK. Braune Zonen, der Hetzwahlkampf der Neonazis. Aus der Traum, das Eigenheim unterm Hammer. Satanische Bilder, Ritualmorde okkulter Gruppen. Armutszeugnis, Hilfe ohne Entwicklung. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine neue rechtsextreme Straftat gemeldet wird. Und besonders häufig geschieht das in den neuen Ländern. Rechts zu sein, ist in dem Osten. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel sind Ausländer im vergangenen Jahr fast 30 Mal öfter angegriffen worden als im benachbarten Niedersachsen. Doch weil nicht sein kann, was nicht sein darf, wurde das peinliche Thema jahrelang tabuisiert, speziell von ostdeutschen Landespolitikern. Nach dem Wahlerfolg der DVU in Sachsen-Anhalt war der Schock groß. Jetzt könnte es einen doppelten Schock geben. DVU und NPD, beide rechtsextremen Parteien, haben Chancen, in den nächsten Landtag in Mecklenburg-Vorpommern einzuziehen. Nur mit fehlenden Arbeitsplätzen ist das nicht zu erklären. Die Rechtsextremen versuchen es mit einer speziellen DDR-Nostalgie, national und sozialistisch. Und die Propaganda scheint zu funktionieren, wie Joe Sperling und Andreas Wiemers berichten. Besonders bei jungen Wählern haben die rechtsextremen Parteien Zulauf mit ihrer Form der Geschichtsklitterung. Plakative Pappe statt neuer Ideen im Wahlkampf der Rechten. 18-prozentige Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern. Als Antwort der DVU nur abgedroschene Postwurfparolen und dilettantisch zurechtgeholperte Wirtschaftstheorie. Wenn man die Arbeitslosigkeit bekämpfen will, muss man beim Volk anfangen. Ja, wie soll ich das? Muss ich auch nicht. Wenn Sie das mal bitte schneiden würden, jetzt machen Sie nicht. Aber es geht so, wir können nur durch Investitionen die Arbeitslosigkeit, ich muss ich doch was erzählen draußen, ja. Durch Investitionen die Arbeitslosigkeit bekämpfen. Und das heißt, dass wir anständige Steuerreformen zu machen haben, dass die Infrastruktur verbessert werden muss. Das sind so Teile, verbessert werden muss, heißt, dass man das Straßennetz zum Beispiel so aufbaut wie im Körper das Adersystem mit dicken Knoten. In Bolzenburg scherzt niemand über Arbeitslosigkeit, denn jeder Fünfte ist hier ohne Job. Die Werft kämpft ums Überleben. 650 Asylbewerber leben in der Nähe. Zwei von ihnen sitzen am 1. Juli auf dieser Bank an einer Bushaltestelle. Fünf rechte Schläger greifen sie am helllichten Nachmittag an. In letzter Sekunde wird der Übergriff bemerkt. Sie zerrten meinen Freund am Kragen hoch, sagt eins der Opfer. Dann stießen sie ihn auf der Hauptstraße zu Boden. Gerade noch rechtzeitig kam die Polizei. Vier der fünf Täter sind einschlägig vorbelastet und in U-Haft. Vom Angriff selbst will auch in unmittelbarer Nähe niemand etwas mitbekommen haben. Naja, sicher, man redet, aber das ist unmittelbar, wenn Sie da keinen Kontakt haben mit den, ich kriege das gar nicht mal mit. So öffentlich wird da kaum drüber geredet dann. Und schon gar nicht hier im Laden, da kriegt man das ja nicht mit. Wenn hier Kundschaft ist, kriege ich auch nicht mit, was da drüben abgeht, ne? Und die Nachbarn finden das auch okay, Neonazis? Na du, frag mal rum hier, du. Ja, weil sie halten ja, sie halten uns ja hier die Ausländer vom Hals ein bisschen. Ne? Am Bahnhofskiosk sind die Schläger bekannt. Auf Brutalität gegen Ausländer ist man hier geradezu stolz. Ich habe auch die Leute verprügelt, na und? Wer? Die Bewerber, die Ausländer. Warum? Ja, warum? Also für Gesoffene ging das los, na und? Er ist ein Bekannter von Andreas Stronk, einem der verhafteten Tatverdächtigen. Ein Brief aus der U-Haft an seine Mutter. Ich habe jetzt eine Haftprüfung. Ach, wegen Wiederholungsgefahr haben sie ihn deswegen drin gelassen. Hat er denn schon mal was gemacht? Ja, ja. Was denn? Raub mit Todesfolgen. Wie? Raub mit Todesfolgen. Da haben sie, waren sie bei jemandem und dann haben sie 20 Mark wohl abgeknöpft oder was weiß ich wie viel. Den haben sie dann so verjagt, an dem ist denn, an den Folgen ist dann gestorben. Wie verjagt? Und verprügelt. Bis vor kurzem stand hier sein Bett. Seine dumpfen Ansichten auf die Tapete geschmiert. Der Haupttatverdächtige ist ein Freund von ihm, Thomas Peto. Der war als NPD-Mitglied aktiv bis zum Äußersten. In der NPD war er mal Mitglied. Ich habe mal zufällig einen Ausweis gesehen, habe ich damals auch vernichtet, wie er das erste Mal in Haft ging. Wann war das?
Oh, gleich nach der Wende, wie das in Balen war, diese Ausländer, wie sie da die Ausländer beschimpft haben und, ne, und naja, die haben so etwas anders gemacht, das haben wir auch erst danach zu hören gekriegt. Überfall auf die Asylbewerberunterkunft bei Beutzenburg 1992. Unter den 30 Angreifern Thomas Peto, Anstifter Heinrich Förster, rechtskräftig zu 4 Jahren Haft verurteilt, bis heute NPD-Mitglied. Tagelang weigern sich 140 verängstigte Asylbewerber, in die Unterkunft zurückzukehren. Thomas Peto wird dafür zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Er und 2 weitere jetzt Tatverdächtige waren Mitglieder der rechtsextremen NPD, die sich jetzt zu distanzieren versucht. Thomas Peto, Ralf Ulfers und Mario Tandler waren NPD-Mitglied. Waren 1990, 91 NPD-Mitglied, ja. Okay. Können Sie uns über den Austritt oder die Trennung von diesen dreien irgendein Papier zeigen? Ich meine, warum sollte ich Ihnen glauben, dass Sie jetzt nicht mehr Mitglied sind? Dann, wer glauben Sie oder glauben Sie nicht? Ich stehe dafür ein, was Sie da machen. Sie können sich an die Rechtsabteilung wenden, mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Die Zentrale behauptet heute, die Mitgliedschaft sei seit 1994 beendet. Eine kriminelle Karriere, die so begonnen hat. Plakatieren für die Partei. Am Wochenende in Stralsund, der NPD mangelt es hier nicht an Nachwuchs. Dennoch, eigens angereiste Skinheads aus Sachsen leisten Hilfestellung. Rechte Dorfjugend singt die Nationalhymne hier samt der verbotenen ersten Strophe, nicht weit entfernt in einem gemieteten Clubraum in der Nähe von Greifswald. Besonders wenn so prominenter Besuch da ist. NPD-Chef Udo Vogt auf Wahlkampftournee. Ausländerfeindliche Parolen gehören seit Jahren zu seinem Standardprogramm. Kaum verhohlen, ein Aufruf zur Gewalt. Kameradinnen und Kameraden, wenn damals Deutschland in Gefahr gewesen wäre, hätte ich auch als 14-Jähriger, wenn es hätte sein müssen, die Waffe in die Hand genommen, um mein Vaterland zu verteidigen. Und das erwarten wir von euch auch. Deutschland ist in Gefahr. Deutschland wird von allen Seiten heute angegriffen. Nicht mehr von außen, sondern von innen. Der Feind steht im Innern. Der Feind ist in den Köpfen der etablierten Politiker. Die Staatsanwaltschaft Stralsund prüft zurzeit, ob sie aufgrund dieser Äußerung ein Ermittlungsverfahren gegen den Bundesvorsitzenden einleitet. Der Marktplatz von Stralsund mit scheppernder Marschmusik fährt vor, der NPD-Direktkandidat für die Bundestagswahl. Ich bin Ihr Direktkandidat für den Bundestag, Manfred Röder. Manfred Röder, 1982 verurteilt zu 13 Jahren Haft als Redelsführer einer terroristischen Vereinigung. 2 vietnamesische Asylbewerber kamen ums Leben bei einem Brandanschlag, den die sogenannten deutschen Aktionsgruppen verübt hatten. Der rechte Ex-Terrorist soll der NPD Schlagzeilen bringen. In Stralsund gibt er jetzt den freundlichen Opa. Wenn er spricht, merkt man, dass er es ernst meint. Und leider ist er zu offen. Zuletzt vor 2 Wochen auf einer Veranstaltung in Opal. Ausschnitte eines Tonbandmitschnitts belegen, dass Röder öffentlich den Holocaust leugnete. Dass da einmal wirklich ein Holocaust passieren könnte, den es ja bekanntlich noch nie gegeben hat. Ich weiß überhaupt nicht mehr als jeder andere, der heute lebt. Alles Humbug, was uns da erzählt wird. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, seitdem verklausuliert sich Röder etwas vorsichtiger. Wenn ich nicht die offizielle Version jetzt wiedergebe, die über den Holocaust herrscht, kriege ich ein Verfahren. Ich weiß, dass vieles ganz anders war, als es erzählt wird. Mit dem Geist von vorgestern Erfolg bei ostdeutscher Jugend. Die hier sind kaum 16. Spontan machen sie mit, verteilen Flugblätter für den Altnazi. NPD-Versammlung statt Jugendtreff. Rechter Wahlkampf als Freizeitgestaltung. Populär, Anleihen bei der DDR-Historie. Jetzt mit neuem braunen Anstrich. Wir wollen einen nationalen Sozialismus, einen völkischen Sozialismus. Sozialismus ist Sozialpolitik für das eigene Volk, für das deutsche Volk. Stellvertreter Axel Möller war zu DDR-Zeiten begeisterter FDJ-Agitator. Heute kümmert er sich um den Nachwuchs bei der NPD. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatten wir dann bei der FDJ, also ich hatte alle möglichen Freiheiten gehabt, bei sowas, um mit den Leuten zu arbeiten. Und da möchte ich sagen, also jetzt in der Hinsicht, wie ich jetzt mit den Menschen umgehe, habe ich da durchaus positive Erfahrungen sammeln können. Jetzt auch jetzt für meine Arbeit jetzt. Also das ist, den Grundstock habe ich damals in der FDJ gesammelt. Mit solchen Voraussetzungen versucht die NPD, sich im Kampf um junge Anhänger als Marktführer zu etablieren. Nicht zuletzt mit gründlicher Vorarbeit.
Anfangs war es so gewesen, wir haben uns dann eben die Leute herausgesucht, die eben in dieser Gruppe das Sagen hatte. Mit den Leuten haben wir gesprochen. Und wenn sich denn ein nationaler Konsens zwischen uns herausgestellt hatte, dann haben die ihre Leute hinterher vorgestellt und gebracht. Nur inzwischen ist es so, also wir haben es quasi nicht, gar nicht mehr in dem Sinne so nötig, den Leuten hinterher zu laufen, die Leute kommen zu uns. Rückwärtsgewandte Phrasen statt echter Perspektiven für Mecklenburg-Vorpommerns Jugend. Deren Zukunft setzen NPD wie DVU aufs Spiel. Einfach nur Protest wählen, schlicht Ausdruck politischer Hilflosigkeit.